jetzt schaut euch das mal an. Wir haben hier sogenannte Track Pace Modus. Dann gehen wir drauf und dann haben wir nochmal untergeordnet den Drag Race Modus. So, bestätigen und jetzt gebt euch das. Auf Start. 2, 1, go. Und dann wird hier oben die Zeit eingeblendet, Freunde. Hier oben rechts die gesamte Distanz. Wie geil ist das denn? Wir haben hier einfach für einen richtig perfekten Race Start den Modus.